Moin und ein herzliches Willkommen auf meinem Channel und diesem Video bei Pokémoney. Und zwar wollte ich euch heute, wie in den letzten Videos schon erwähnt, meine Einkäufe zeigen, welche ich getätigt habe. Doch ganz zuerst, Moment, ich will einmal die Adresse, ich kann sie zuhalten. Ich halte sie zu, ich brauche die Adresse ja noch, um den Brief zurückzuschicken. Einmal einen Brief bekommen von einem Zuschauer, welcher die Ansage des Tausches über meine E-Mail-Adresse, nachdem ich meinen Tauschordner gezeigt habe, wahrgenommen hat. Und den wollen wir mal öffnen, Leute. Ich habe die Briefe vorher schon alle wieder aufgeschnitten. Oh, wir haben einen Brief drinne und ein verklebter Umschlag, in welchem sich wahrscheinlich die Karten befinden, welche ich von ihm brauche. Wir fangen aber mit dem Brief an. Der kommt natürlich in meinen Pokémon Community Ordner, welcher leider noch nicht fertig ist. Ich war Freitag nochmal hin zu der Firma, aber der ist noch nicht fertig, der Ordner. So, fangen wir mal an, lesen wir mal vor. Lieber Pokémoni, vom 18.03.2019 mit Datum, richtig wichtig und richtig cool. Lieber Pokémoni, ich danke dir für den Tausch. Der Tausch hat noch nicht stattgefunden. Der lieber Michael weiß, dass ich erst dieses Video mache, gleich im Video die Karten raussuche, welche er braucht, sie in Umschlag fertig, Umsende fertig mache, Versand fertig mache und dann zurückgeht an ihn. Lieber Michael, die Karten, die du brauchst, bekommst du auf jeden Fall. An alle, die das hier sehen und ihr sagt, ihr wollt auch gerne mit mir tauschen, dann schreibt mir eine E-Mail an pokemoney@web.de und wir werden uns sicherlich einig. Nochmal zurück zum Brief. Lieber Pokémoni, ich danke dir für den Tausch. Ich finde dich sehr nett und freundlich. Ich bekomme von dir das Glurak Holo, also er möchte gerne das Glurak Holo haben, das Zekrom Holo und das Volnona GX. Hoffe, dir gefallen die Karten und die Zeichnung. Liebe Grüße von Michael. PS, grüße deinen Sohn von mir, den Luca Mani. Wenn du es willst und vergiss nicht den... Leute, und das geht an euch. Vergesst nicht, den Pokémoni zu abonnieren. Auch der Michael, bitte drum. Vergesst nicht, den Pokémoni zu abonnieren. Wir sind schon bei 86 Abonnenten angekommen. Was passiert, wenn wir die 100 Abonnenten erreichen? Seht ihr im Hintergrund? Die drei Tinboxen mit Flamara, Blitzer und Aquana sind das 100 Abo-Special. Sobald die 100. Abonnent geworden ist, öffnen wir diese drei Boxen zusammen. Solange werden sie warten. Dann kommen wir mal zu Michaels geilen Zeichnung. Absolut crazy Entei und ein Shinux. Richtig schöne Zeichnung, Michael. Die werde ich auf jeden Fall in meinem Ordner behalten. Ich werde es jetzt sorgfältig wieder gleich zurücklegen. Und wir kommen zu den Karten, die du nochmal extra verpackt hast. Ich hoffe, ich mache sie nicht kaputt. Wir greifen mal zur Schere, mit der ich schon vorher die Post aufgeschnitten habe. Aber wie ihr jetzt seht, habe ich sie nur aufgeschnitten, habe nicht reingeschaut vorher. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich von Michael bekomme. Da der Brief schon ein paar Tage hier liegt und ich warten wollte, bis ich das Video für euch drehen kann. Mittlerweile muss ich sagen, das kribbelt immer noch. Wenn ich weiß, ich habe Pokémon-Karten irgendwo verpackt oder Booster, die noch geschlossen sind, liegen. Aber mittlerweile muss ich sagen, kann ich ganz gut warten, bis wir die Videos drehen, um so den Effekt des der Überraschung nicht zu nehmen. So, die Schere kann wieder zur Seite gelegt werden. Dann öffnen wir den Umschlag. Hat er richtig crazy eingepackt. Natürlich ist das wichtig, dass die Karten knicksicher eingepackt sind. Und ich denke, das hat er mit diesem ganzen Tesafilm-Umrandung auf jeden Fall geschafft. So. Ja. Da haben wir als erstes ein Cherox GX. Na? Lieber Michael, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Ich hoffe, ich kriege den auf, ohne was kaputt zu machen. Vielleicht, wenn ich hier oben einmal aufschneide. Ah, ich glaube, wir kommen dem Ziel näher. Auch eine richtig, richtig schöne Case, um Karten zu verschicken. Ich glaube, die gleiche Case bekommst du auch zurück,
damit ich weiß, dass die Karten, die du bekommst, auf jeden Fall sicher zu dir zurückkommen. Ja. So, Leute. Jetzt versuche ich mal, die Karten aus diesem extrem coolen Versandcase rauszunehmen. Natürlich so, dass ihr das nicht sofort seht. Ja, in diesen Karten ist eine Karte bei, welche ich noch gar nicht besitze. Das heißt, wir dürfen gleich die nächste Karte von unserer Search-Liste, unserer Liste der noch fehlenden Pokémon-Karten, entfernen. Na, die Sleeve soll mit. Jetzt ohne Sleeve rausgeholt, das mache ich gleich in Ruhe. So. Und dann geht's los. Wie schon gesehen, ich bekomme von Michael das Cherox GX, natürlich alles deutsche Karten, mit 210 KP. Es ist keine Full Art, aber richtig gut erhalten. Mit der Fähigkeit Gefahrensinn. Ja, dann geht's weiter zur zweiten Karte, und zwar im Carpufala, welches mir noch fehlt. Das heißt, ich darf Carpufala streichen. Das machen wir jetzt auch gleich. So. Da habe ich die Liste der mir noch fehlenden Pokémon-Karten, von der ich Carpufala gleich streichen kann. Ja, wenn das Video nicht organisiert ist, ich entschuldige mich. Ich habe es jetzt nur ganz schnell versucht, zwischendurch zu drehen, weil ich es heute gemacht haben wollte, damit die Karten an Michael morgen, übermorgen spätestens wieder rausgehen können. So, Carpufala kann ich streichen von meiner Liste. 786, da unten haben wir stehen. Dann haben wir ein Pampros Holo. Absolut heiß. Richtig schöne Karte, Pampros Holo. Auch die darf ich streichen, ja genau, Nummer 750. Darf ich streichen, und ein Vivillon. Die erweitern wir nur vom Puponcho. Als Reverse-Karte. Richtig cool, weil so kann ich die Vivillon hier oben als 666 auch streichen. Das heißt, liebe Leute, wir sind dem Ziel des vollendeten Pokédex um 1, 2, 3 Karten näher gekommen. Das heißt, es sollten knappe 15 bis 17 Karten noch sein, die uns fehlen, um den Pokédex komplett zu beenden. So. Dann habe ich noch weitere Käufe getätigt. Diesen Kauf wollte ich nur zuerst zeigen, da es der wichtigste ist, da es kein Kauf, sondern ein Tausch war. Die Karten, die der liebe Michael kommt, suche ich gleich nach dem Video raus. Die habe ich in meinem Tauschordner. Und mache den Ordner versandfertig. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Tausch. Und zwar vom lieben Dominik. Da habe ich gekauft. Den wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Ja, momentan kann ich sagen, bin ich ein wenig im Kaufrausch. Im Pokémon-Kaufrausch. Und ja, auch sicher verpackt die Karten. Und schaue so, was eBay Kleinanzeigen mir an Angeboten hergibt. Welche mir als gut rüberkommen, die werden natürlich zugeschlagen. Und hier haben wir ein Raichu GX Full Art sogar. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es ist eine absolut heiße Full Art Karte. Super Near Mint. Und in den gleichen Folien, wie ich sie damals von Dennis aus Aurich erhalten habe. In den richtig passgenauen Folien. Nach Raichu GX kommen wir zu Dragoran GX. Ihr wisst, Dragoran X-Bart, meine Favorite Pokémon. Hammerhart, ey. Dragoran GX, 250 KP. Mit Angriff Drachenklaue 70, Gigastoß 200. Hammer. Ja, nach Dragoran GX Full Art kommt Dragoran GX Rainbow. Ihr seht, Leute, ich baue meine Armee Dragoran immer weiter aus. Absolut geil. Ja, und nach Dragoran kommen wir natürlich zu Seedra King GX Rainbow. Das heißt, zwei Rainbow-Karten, welche ich hier gekauft habe, zu einem sehr guten Preis, muss ich sagen. Und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt. Und zwar, ihr habt es gerade gesehen, ich habe ein Carpufala Holo erhalten, als Tauschobjekt von Michael. Ich habe aber noch zwei weitere verschiedene Artworks Carpufala GX mir gekauft, beim lieben Dominik, eBay Kleinanzeigen, die auf jeden Fall den Punkt Carpufala streichen lassen. So, ich mache mal einen Stapel. Wie mache ich das denn am besten? So. Und wir kommen
zum nächsten Einkauf. Ich halte ich mal. Ja, doch, der nächste Umschlag. Geht's weiter mit diesem Umschlag vom lieben Mike. Die Adresse halte ich zu. Und der hat ziemlich ähnlich die Karten verpackt. Im Umschlag, dann haben wir ein DIN A4 Blatt. Wow, Leute, da ist ein Präsent bei. Ein Präsent für den Pokémon Poker Channel. So, und zwar habe ich hier gekauft. Auch so ein geiles Case. Versandcase. Na? Ach so, haben wir es. Einmal Cobalion GX Rainbow. Niemand Booster frisch. So war es in der Anzeige versprochen. Und ich glaube, genauso. Nein, ich glaube, ich sehe, genauso ist die Karte auch. Das heißt, sie werden gleich von mir in meine Sleeves kommen und so in meinen Ordner wandern. Da haben wir Cobalion GX, also Rainbow. Und auf der Rückseite versteckt sich ein Machomai GX Rainbow. Leute, zwei weitere Rainbow-Karten, die ich zu einem echt guten Preis gekauft habe. Und jetzt geht's weiter zu den Geschenken. Und zwar hat er mir dazugepackt. Lieber Mike, Dankeschön. Wollen wir einmal schauen. Ist es nur die eine? Ja. Und zwar ein Sandama First Edition aus dem Fossil Set muss das sein. In Deutsch. Richtig nice. Ich glaube, die habe ich so noch gar nicht. In einer Pokémon Trading Card Game. Die Sleeve habe ich schon, Leute. Die Sleeves habe ich schon. Dann geht's weiter mit einem Pokémon Tops Trading Cards. Mit einem Arcani hinten drauf. Ein Magnetilo, Metagross und Garados. Die Karte wollen wir mal rausholen. Die Sleeve kommt auf jeden Fall in den Tauschordner. Und da haben wir es. Und zwar ist das der Pokédex bis Nummer 76 mit wahrscheinlich extra Karten. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das Tops Trading Cards. Das sind nicht die Pokémon-Karten, die wir sie hier haben, die TCG-Karten, sondern wahrscheinlich die Bildkarten, wovon ich glaube ich bei dem Einkauf von Petra, erinnert ihr euch, ach von dem Einkauf, Leute, von dem Geschenk von Petra und Frank, welche dabei hatte, könnte das die To-Do-Liste sein, wo man sich die abhaken kann. Ja, und ganz zuletzt kommen wir zu einem Geschenk. Nämlich dem Darkrai GX. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Aber das Darkrai GX hat der liebe Mike dem Channel geschenkt. Da es leider, ich weiß nicht, wie es passieren kann, mit der Macht Darkrais leider schon ein, ja, Waschgang, nein, Waschgang, dann wäre die Farbe weg. Aber leider schon ein wenig benutzt wurde. So, Leute, das war dann der Kauf beim lieben Mike. Ich hoffe, ich vertausche die Namen jetzt nicht. Mike, Dominik und Michael, genau. Ja, wo wir drauf kommen. 1, 2, 3, 4, 5 Rainbow-Karten habe ich meine Sammlung erweitert. Plus Kapu Fala fehlte mir noch als generell als Pokémon-Karte. Ein Vivillon, ein Pampros. Ja, und das Kapu Fala, welche mir noch als Pokémon komplett fehlen, welche ich gleich von meiner Liste streichen darf. So, Leute, 13 Minuten, dann darf ich noch weitermachen. Nicht, dass der liebe Kai Lübkes sich da beschwert, dass die Videos zu lang werden. Und zwar habe ich noch einen Kauf getätigt. Ich weiß nicht, wie ich das machen konnte, weil das sehr viel Geld war. Aber ich habe einen Karton gekauft. Beim Tim Elbert, eBay Kleinanzeigen, guckt euch seine Angebote an. Er hat mir auch das Angebot gemacht, ich musste keine Versandkosten zahlen. Das heißt, 4,99 Euro Versandkosten hat er übernommen. Und der Betrag, den ich zahlen musste, war nicht dreistellig. Jetzt die Frage, war es viel Geld? Ich sag mal, für die meisten Zuschauer dieser Videos sind Kids, ist knapper dreistelliger Betrag schon eine Menge Kohle. Erst recht für sowas. Ja, und da können wir es sehen, Leute. Wir haben hier 50 Booster Sonne und Mond Nacht in Flammen gekauft. Das heißt, die nächsten Videos
weiß gar nicht, wie ich es machen will. Ich habe hier oben noch Booster vom Absender unbekannt, meinem lieben Kollegen, dem Appy. 10 Booster Teams in Trumpf. Ich habe noch meine eigenen Booster hier liegen und noch 50 weitere Booster Sonne im Mond, Nacht in Flammen, die darauf warten, von euch geöffnet zu werden. So Leute, das Video soll jetzt ein Ende finden. Ihr wisst Bescheid, 50 Booster Sonne, Mond, Nacht und Flammen und knappe 30 Booster Teamzentrum warten auf euch. Drum bitte ich euch, empfehlt mich weiter, lasst ein Like da, abonniert mich und wir können in ganz schneller Zeit hoffentlich das 100 Abo Special im Hintergrund öffnen. Und zwar die Flammara, Blitzer und Aquana Box. Ja, dann grüße ich nochmal alle anderen Leute, alle Abonnenten wie Susi, Timo, Tizzle, wie Phil und alle Abonnenten, die ich nicht genannt habe, grüße ich hiermit herzlichst. Ich bin dankbar, dass ihr meinem Channel folgt und ich hoffe, ihr könnt das weiterhin tun und werdet mich weiterempfehlen. Bis zum nächsten Video, euer Pokémoni.